Ah, das Rennen ist auch noch ganz einfach. Es gibt auch noch, ich glaube, es gibt auch noch zwei andere Rennen. Eins davon findet in, beginnt in irgendeinem Wald. Und ich glaube, das war eins, wo ich richtig, richtig gekotzt habe. Das habe ich halt so lange einfach nicht hingekriegt, weil ich, weil ich einfach scheiße war und keine Fahrerskills hatte. Und ich glaube auch nicht das richtige Auto. Man kann sich die Autos ja aussuchen für die Rennen, aber ich glaube, ich hatte immer welche, die nicht geländetauglich waren. Das ist halt nicht so gut, wenn man in den Wald fährt. So, jetzt ist es auch irgendwie bald vorbei, genau, da unten ist nämlich Schluss. Keiner folgt uns, das heißt, wir haben gewonnen. Yes! Wie viel Kohle sack mal ein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall mal $1000. Yes. Finde ich gut, ey. Finde ich gut. Ja, Hauptsache hier ist wieder ein Graffiti, was mich verarscht. Klar. Wow. What the fuck? Ich war's nicht. La la la. 555. Ich fahre auch nicht gerne ins Mikrofon, weil sich das anhört, als ob ich einfach nur reinpust und es einfach nur voll auf die Ohren geht. Zumindest was mit dem alten Netz ist, so wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich probiere es mal. Wenn es zu laut ist, also noch zu laut ist, dann werde ich es halt ein bisschen leiser stellen. Was ist das denn bitte Cooles? So, jetzt. Soll es ein Mülleimer sein? Ich meine, er hat den Mund offen. Und sieht aus wie ein Hippo-Mülleimer. Happy Hippo-Mülleimer, wie lol. So, krieg ich jetzt bitte dein Auto? Dankeschön. Ach, dass wir Strandhaus was mal kaufen können. Aber warum kann den Zaun nicht durchbrechen? Was soll das? Oder? Kann ich wenigstens den Zaun jetzt zerbrechen? Schauen wir mal. Das müssen wir jetzt mal austesten. Mit Anlauf. Und volle Kanüle durch den Zaun. Hat funktioniert. Dann holen wir uns für $30.000 mal so ein schickes Häuschen. Dann speichern wir mal kurz. Und wir haben, was mir auffällt, wir haben 17, also $1.717 im Gepäck. Das ist richtig dick. So, ich glaube, ich mache jedes Mal einen neuen Spielstand, weil das Spiel mich sonst wieder voll am Verarschen ist. Also wenn einer nicht funktioniert, kann ich immer noch den anderen nehmen und muss nicht ewig spielen. Macht ja irgendwie Sinn. So ein bisschen. Ja, oder auch nicht, keine Ahnung. Dann können wir auch nochmal die Ammunition dann vielleicht. Wenn wir zufällig dran vorbeikommen. Und hier noch, halt ein paar Waffen kaufen, was man in der Ammunition halt so macht. Oder ein bisschen Schusstraining könnten wir auch machen. Bevor wir mal zu Sweet fahren. Der LP wird sowieso 250 Parts dauern, bis ich durch bin, wenn ich es überhaupt so lange spiele. Aber trotzdem. Und wenn ich nicht so lange spiele, habe ich mir jetzt schon ein sehr schönes Ende überlegt, wie ich das LP beenden werde. Sagte Tokaloni 1 mit einem Grinsen im Gesicht. Ja. Also, wenn ich nicht alle Missionen so richtig mit allem drum und dran spielen sollte. Ich weiß auf jeden Fall schon, wie es enden wird. Es wird auf jeden Fall enden. Entweder ganz oder nur so teilweise. Ja, genau so ging der Spruch. Hey, du Spast, das heißt aber ganz oder gar nicht. Hey, was ist denn deine Bildungsstandard? Ja, deine Bildungsstandard, klar. Richtig. Bend the Rules. Das ist doch ein Film. Da ist dieses Jahr, glaube ich, ein Film rausgekommen, der heißt Bend the Rules. Dachte ich. Also das ist ungewollte Schleichwerbung. Ja, egal. Die müsste hier auch irgendwo sein. Ich glaube, hier irgendwo ist sie. Die Ammo. Frage ist nur, wo.
will es auch gar nicht Escape drücken und auf Karte, weil sonst die Chance besteht, dass die Maus wieder abkackt und das will ich halt nicht. Ach ja, übrigens, Nor Games, Supertag 12, NSV 97, Gronk. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Immer an seine Prinzipien erinnern, wenn man mal 100.000 Abonnenten hat. Immer an die denken, die einen nach ganz oben gebracht haben. Ja klar, 100.000 Abonnenten, sure, sure. Wird nie passieren. Habe ich auch kein Problem mit, aber trotzdem. Nie. Okay, Waffentraining. Ich hoffe, ich muss nicht meine eigenen Waffen nehmen. Fände ich nicht gut, wenn ich meine eigenen Waffen hier nehme. Junge Lady mit Knarre, marry me. Okay, Pistole. Dann mach doch bitte schneller. Ja, komm. Los. Zwei, drei, vier, fünf, sechs und Sieg. Ganz stark. Ich könnte meinem Gegner sogar noch helfen. Ich weiß, ziemlich cool. Also ich habe meine eigene Waffe. Und ich kann doch ziemlich gut zielen, muss ich sagen. Good Guy Tokaloni 1 hilft seinen Gegnern. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, also... Ich glaube hier, die haben irgendwie keine Chance, habe ich so das Gefühl. Runde 1 bestanden. Mein Arm ging durch mich durch, ja klar. Ja, dann, hallo, lass mich doch bitte. Ich kann halt schon ganz alleine. Ich bin ein großer Karl Johansson. So, der war auf jeden Fall mal richtig heftig. Wie gesagt, Good Guy CJ hilft seinen Gegnern. No matter what happens, CJ is always there for you. Komm, du schaffst es, mein Freund. Wenn ich der Typ da rechts wäre, würde ich mich auch irgendwie richtig verarscht fühlen gerade. Weil der Typ hilft mir und trotzdem kacke ich ab. Passiert. Also, wie gesagt, vorne, hinter, hallo. Ja, ist ja gut. Mach doch schneller. Hallo, warum treffe ich nicht? Zack und zack! 4 von 7. Ist doch eine ziemlich gute Trefferquote, würde ich sagen, ey. 56% läuft. 56%? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube schon. 14 mal 4. Ja, 57% ungefähr, würde ich sagen. 2, 3, 4 Bitches. I'm fabulous. Ich bin halt unbesiegbar einfach. Nicht wirklich, das ist ja das Schöne. Also das läuft gerade richtig gut. Weil es schon ein bisschen unfair ist, weil der Typ da links einen Nachteil hat, wenn es Ding als rechts ist und rechts, wenn es ganz links ist. Aber ich kann auf alles feuern. Aber Hauptsache ich habe keinen Vorteil. Nein. Siegreich bestanden, Hand durch den Körper. Oh. Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Unendlich Munition, klar, auf geht's, ey. Jetzt die Frage, soll ich eher draufknallen? Einfach volle Pulle, nach dem Motto, geht schon kaputt, oder lieber gezielt, so wie ich es jetzt mache? Ich weiß es nicht, welches besser ist. Also auf kurze Distanz, glaube ich, volle Pulle und auf längere Distanz zielen. Ach, das ist ja schlimm, was ich hier gerade fabriziere. Richtig schwache Trefferquote. Kann er nicht angehen. Okay, ja, Spaß. Konzentration. Warte,
so 1 und 2 und 3, 4, 5, 6. Ah, schade, ich dachte Combo. War so nah an der Combo dran, ey. Ja, good guy CJ, wie gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganz stark. Ganz stark, meine Damen und Herren, Stefan Raab, richtig, ganz, richtig Weltklasse. Richtig Weltklasse, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Das würde ich Stefan Raab sagen. Jetzt irgendwie so ein Yes raushauen mit der Siegerfaust nach oben. Warum rede ich über Stefan Raab, ey? Man weiß es nicht, ja? Also komm, ihr wolltet es doch auch. Ihr wusstet doch genau, dass es kommt. Dieses Mann weiß es nicht. Es steht auch gerade 6, na 15-2 trotzdem. Ganz starke Leistung, ey. Das ist doch wohl ein bisschen unfair jetzt. Ey, ich bin doch wohl unbesiegbar hier. Also mir so ein Teil vor die Nase zu halten, also genau mir vor die Nase zu halten, also boah. Da muss man doch über den, über die Ausübung in dieser Situation von Fairness diskutieren, weil fair ist das ganz bestimmt nicht. Ist alles andere als fair. Noch 4 Ziele. 3, 2, 1 und Sieg! Yes! 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 Ganz stark. Kriegt er eigentlich Kohle für? Nee, ne? Würde doch irgendwie gar keinen Sinn machen, wenn ich für sowas Geld kriege. Ja, ich würde sagen, geht weiter. Ach nee, Pistole habe ich ja gar keinen Bock drauf. Nee, Pistole will ich nicht. Immer neue Waffen ausprobieren. Was auch immer du gerade gesagt hast, ich hab's nicht verstanden, ist mir auch egal. Ich will nur Granaten kaufen, Jung. Was hab, warum, wie behindert? Ja, das kommt davon, wenn man Enter einfach nicht drückt und dafür Escape, wenn man so dumm ist, dann hat man es nur verdient, dass das Spiel einen verarscht und abstürzt. Ja, wir sehen uns dann in Part. Lass mich mal schätzen, also ich, es dürfte jetzt 2-3 Parts sein. Ach, ich glaube eher 3. Also ich glaube 3 Parts müssten es sein. Heißt, das nächste wäre dann Part 32. Und ich muss mir jetzt schon mal einen lustigen Titel überlegen. Für Part, also für den Part jetzt, welche Nummer es auch immer ist, ist ja egal. Ich nenne den Part, Let's... okay, wir fangen nochmal neu an, ey. Let's... Käse... GTA San Andreas, Part so und so. Und den Titel nenne ich... Okay, nochmal. Ich krieg's grad so nicht hin, Digga. Ich bin so schlecht einfach. Okay, und den Part nenne ich, wie nenne ich den Part, ey? Keine Ahnung, ey. Nougat Bits. So wie die Cornflakes. Nougat Bits. Genauso nenne ich den Part. Also, Let's Käse GTA Part so und so. Nougat Bits. Komma 42. Würde ich sagen, ist doch ein schöner Titel. Finde ich gut. Finde ich gut, ja. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Käse GTA San Andreas oder wie auch immer. Ciao.